Hallo, ich bin Lasse. Wir sind hier in den Räumen von AppMotion. Wir sind eine Agentur aus Hamburg, die sich um mobile Markenführung kümmert. Hallo, ich bin Feli und arbeite für Staffel, der Flohmarkt-App für iOS und Android. Ich habe mit einem Kollegen von euch zusammen ein Projekt hier in Hamburg gemacht und der hat mich dann ganz spontan zu Tivino eingeladen. Es gab eine Weinverkostung in 25 Hours in der Hafen City. Ja, und danach war ich eigentlich sofort Fan. Also während es in 25 Hours einen super leckeren Burger gab, gab es auch den Deep Roots Weißwein zur Verköstigung und der hat mir auf Anhieb so gut gefallen, dass ich eigentlich gleich am nächsten Tag 6 Flaschen davon bestellt habe und mittlerweile eher so 60 Flaschen vernichtet habe. Da Wein ja bekanntlich nicht nur weiß, sondern auch rot sein kann, verköstigen wir heute den Deep Roots Cuvée Rot. Frau Feli, als Liebhaberin von Rot- und Pinktönen, hier. Bis oben hin, bitte. Ja, danke. Hast du noch Strohhelmchen und Cocktailschirmchen? Irgendwas fehlt auch hier. Das ist ein bisschen viel, ne? Ja. Ja. Haben wir ein Ersatzglas? Nein. Nein, aber wir schwenken jetzt. Wir schwenken jetzt vorsichtig. Zum Wohle? Wohl sein. Und er schmeckt. Gut, dass ich das Glas so voll gemacht habe, der ist ja super. Ja. Super, weil er überhaupt nicht rotweinig ist eigentlich. Also die sind sonst eher so schwer und müde machend und so hart irgendwie im Geschmack oder so extrem. Und der ist irgendwie so ein bisschen leichter, oder? Der ist sehr leicht. Also fühlt sich so ein bisschen sommerlich und nicht winterlich an. Ich denke mal, den kann man ganz gut um diese Uhrzeit, es ist jetzt 15 Uhr, trinken. Doch, der schmeckt sommerlich und frisch irgendwie, so wie Rotweine meistens eigentlich nicht schmecken, weshalb ich auch eigentlich sonst lieber Weißwein trinke, aber da kann man sich eigentlich direkt umorientieren. Doch, ist sehr, sehr lecker. Ja, genau.